Was bitte? Ach du Scheiße! Was ist los? Oh nein, ich bin gerade so einen Artikel gelesen. Shisha-Rauchen ist mega schädlich. Man sollte dagegen unbedingt so eine Detox-Kur machen. Und hier steht, am besten geht das mit Gurke. Gurke? Ey, wir müssen nichts machen. Gurke ey, haben wir noch da. So viele Köpfe wie am Tag rauchen, könnte das ganz schön gefährlich werden. Ja, wenn das wirklich so krass ist. Ich bin jetzt verunsichert, muss ich ehrlich sagen. Ich wollte das am nächsten Mal ausprobieren. Wie funktioniert das? Naja, Gurke schneiden, aufs Gesicht legen und dann werden die Giftstoffe rausgezogen. Also, ach, süß. Na gut, da geht der Rauch ja auch rein. Klar, ja. Da lagert sich am meisten ab. Ja. Was ist das? Ja, und dann? Fühlt sich schon ganz schrumpelig an. Ja, das unbedingt machen, oder? Ja, also schaden kannst du ja nicht. Na, oder? Du musst schneiden noch mal ein bisschen Gurke. Viel hilft viel, oder? Viel hilft, würde ich auch sagen, oder? Was sagt ihr? Viel hilft viel. Drauf. Oh. Oh, die halten noch nicht. Oh. Deswegen müssen wir wahrscheinlich hier drauf. So. Auf die Augen. Du musst den Kopf dann auch nach hinten nehmen. Also. Also meine Lina ist gerade reden, aber ich kann nicht richtig noch reden. Alles klar. Du hast dich ja richtig begeistert. Oh. Wer habt ihr beide? Scheiße. Voll angenehm. Mhm. Oh, die Kälte, aber es rutscht runter. Doch, der Gurken auch. Hoch. Mhm. Schon eklig. Mhm. Habt ihr irgendwas? Ja, also es ist angenehm kühl, aber nicht das Gefühl, dass irgendwas rausgesaugt wird. Mhm. Ich weiß, ich finde es irgendwie nicht intensiv genug. Was wäre geil, wenn man das irgendwie mit einer Shisha kombinieren hätte, um sich einfach komplett zu entspannen. Die Idee ist nicht schlecht. Aber was könnte man da machen? Jetzt, ich habe letztens gehört, es soll da irgendeinen Tabak geben, der tatsächlich irgendwie so Gurke-Minze, glaube ich, vereint. Vielleicht kriegen wir den irgendwie organisiert. Ich weiß nicht, ob das hilft. Naja, klar, dass es hilft. Das ist Gurke. Und wie geil ist das denn? Dann wird der Rauch quasi von der Gurke sofort neutralisiert, also die Schadstoffe. Naja, vor allem nimmt der Rauch genau den Weg, den er sonst auch nimmt und zieht da alles raus. Ich meine, ich qualme sonst nicht aus dem Gesicht. Ja, bloß lass uns den mal besorgen, oder? Auf jeden Fall. Mega. Zwischendurch noch Gurkensalat? Jo, ja, bin ich dabei. Gut, auf geht's. Dann richtig. 2000 Jahre später. Essen ist da. Ach nee, falscher Text. Hä? Ist das... Nee. Cucumber Breeze. Jungs, kommt mal zurück! Ist der Gurkentabak? Und der Kopf ist schon gebaut. Ey, du warst ja fertig. Na, nee, er hat auch einen fertigen Kopf mitgebracht. Boah. Nee, ist gelogen, ihr habt gesehen, dass der Schraub. Ja, Leute, damit hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Ründchen vom Shisha-Team. Wir haben uns wieder was ganz Besonderes für euch einfallen lassen, aber was ganz, ganz Besonderes. Wir haben uns heute nämlich überlegt, Gurke ist ja mega lecker und kennt man ja auch als Tabak. Und deswegen müssen wir den unbedingt mal vorstellen. Und dachten wir uns, was trifft sich da nicht besser als der True Passion? Cucumber Breeze, was auch immer. Ja, der kommt zu euch, die 200 Gramm Dose für 16,90 €. Sag doch mal, wie geil der Schnitt schon wieder ist von True Passion. Ja, ganz typisch True Passion. Ja, man sehen. Ist halt wirklich relativ grob. Aber die Molasse sieht ganz gut eingezogen aus. Also, für den Kopf passt es schon. Könnte ein bisschen feiner sein. Da muss ich gleich mal ein Veto einlegen. Und zwar finde ich, dass der schon ganz schön klebt.
Also wir haben ja hier jetzt den KS Apo mit so einem Sieb. Da geht ja voll klar, aber ich kann mir vorstellen, wenn man den einfach in so einen Tonkopf presst, dass dann der Durchzug ganz schön verringert wird. Mhm. Also der ist so ein bisschen klebrig, klebrig feucht. Von daher... Bist du ja hier fröhlich am Rauchen schon? Ja. Kann ja nicht so eklig sein. Na, da will ich mal nicht zu viel vorwegnehmen. Ich meine, es ist Gurke. Aber geruchlich kann ich auf jeden Fall sagen. Adi hat mir die Dose vorhin unter die Nase gehalten und ich wusste nicht, was es ist. Und ich habe sofort gesagt, Gurkentabak. Und von daher, der Geruch, würde ich sagen, ist 1A getroffen. Also ich habe vorhin die Dose auch unter die Nase bekommen. Und also ich wusste, was es ist. Und ich machte diesen Laut. Also, so schlecht kann er nicht riechen, oder? Nee, der riecht echt lecker. Und zwar wirklich so, als hätte man gerade irgendwie Gurkensalat gemacht. Also ich finde, wir haben ein Vergleichsstück A in der Schale. Also so ein Stück normale Gurke, die mir aus der Hand gefallen ist. Nach die da nicht wieder rein, Mann. Ach nee, die hatten wir sowieso alle im Gesicht. Das ist unser Salat. Die ist ja keine mehr. Also die Gurke an sich riecht schon nochmal ein Ticken schwächer. Ich finde, hier kommt noch sowas Zitroniges irgendwie mit durch. Als hätte man halt Gurkensalat irgendwie klassisch mit Essig oder so gemacht. Mhm. Aber das 1:1. Also gut getroffen. Soll ja noch Grease, also vermutlich Minze mit drin sein? Ja, so wie man es von den anderen True Passion Grease-Sorten kennt. Mhm, aber also eine süße Pfefferminze oder so. Pfefferminze. Ja, die kommt gar nicht mehr durch, finde ich. Also, es riecht super frisch und fruchtig. Also, was heißt fruchtig? Ist Gurke eine Frucht? Nee. Grundsatzdiskussion. Nicht so richtig. Aber auf jeden Fall riecht es sehr frisch. Wo man so stehen lässt. So, geschmacklich, Freunde. Kommen wir mal gleich dazu. Also ich muss vorweg mal sagen, dass ich so frische Salatgurken gar nicht mag. Also sind wirklich nicht mein Fall, schmecken mir nicht. Aber dieser Tabak, irgendwie hat er was, ja. Also man hat halt wirklich diese Gurkennote und dann kommt einfach so diese Pfefferminze noch mit durch, die man im Geruch nicht hat, aber im Geschmack ist sie auf jeden Fall da. Und dieses Süßliche passt da irgendwie mega gut mit rein. Also ich muss sagen, der ist einfach super frisch, lecker. Mal was komplett anderes, also im Gegensatz zu den normalen, fruchtigen Sorten. Der überzeugt mich. Ich finde ihn echt gut. Ja, ich glaube, was in dem Fall ein Vorteil bei dem Tabak ist, der ist nicht super krass intensiv. Also ich finde, man schmeckt die Gurke klar raus und ist sehr frisch, aber es ist halt nicht aufdringlich oder so. Es ist halt wirklich eher so ein beiläufiger Gurkengeschmack. Aber der ist wirklich gut, gut getroffen. Finde ich mega geil. Irgendwie, muss ich ehrlich sagen, ich finde ihn richtig lecker. Ja. Also im Gegensatz zu meinen Erwartungen, wie ich das mit Gurkentabak hatte, haut er mich tatsächlich echt um. Der ist nice, man kann den rauchen. Ja, und ohne Probleme. Also jetzt nicht, dass man sagen muss, gut, irgendwie stört er irgendwas. Ich finde, das passt alles super zusammen. Mhm. So eine richtig leckere Gurkennote gepaart mit irgendeiner Zitrusfrucht. Wahrscheinlich am ehesten irgendwie ein bisschen Zitrone mit bei. Wahrscheinlich. Und eine ganz, ganz leichte, frische Minze, die auch nicht zu stark ist. Man merkt die kaum, aber sie ist halt ein bisschen präsent. Mann, geil! Hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Wir haben den ja schon mal in abgewandelter Form probiert, und zwar bei der Shisha-Messe in Berlin. Da gab es den kombiniert Gurke und Traube. Und der war da auch schon interessant. Ich fand ihn da ein bisschen komisch. Ich weiß nicht, ob es halt einfach eine andere Gurkennote war. Aber der hier gefällt mir auf jeden Fall richtig, richtig. Ja, guck mal, am besten läuft man zum Rauch. Und da, finde ich, kann man auch nicht meckern. Also Rauchwolken sind da. Ganz der klar. Ist auch im Moment überhaupt nicht hitzeempfindlich. Das ist wirklich unser erster Kopf, den wir damit rauchen. Und der hat jetzt null Zicken gemacht. Also ich würde mal sagen, der ist definitiv anfängerfreundlich. Jo. Da kann man nicht viel falsch machen. Wir sind uns alle einig, wir geben dem Teil eine klare Kaufempfehlung. Ja. Also wirklich, wenn ihr jetzt mal was ganz Abgefahrenes haben wollt, vielleicht weil ihr eure Freunde irgendwie ein bisschen über den Tisch ziehen wollt oder so, ihr habt Gurkentabak oder sowas, überrascht die doch mal damit. Vielleicht sind die genauso begeistert wie wir, oder ihr seid auch so begeistert wie wir. Das wäre natürlich am besten. Ja, kauft euch den. Preis ist auch in Ordnung. Ja. Nicht höher als sonst. Ganz normaler True Passion Tabak. Hammer. Lecker. Mal eine gelungene Abwechslung. Also, gönnt euch den. Und schreibt gerne mal in die Kommentare, wie ihr den findet. Genau, und lasst doch auch gerne ein Like da, wenn euch dieses Video wieder gefallen hat.
und vergesst auch nicht zu abonnieren, wenn ihr mehr Videos von uns sehen wollt. Ja, ihr seht, wir sind auch heute endlich mal wieder zu dritt auf der Couch. Ich hoffe, das wird in nächster Zeit wieder öfter so sein. Wenn ihr wissen wollt, ob das das nächste Mal schon wieder so ist, dann schaltet doch einfach wieder ein. Und bis dahin, baut euch einen Kopf Gurkentabak und genießt den auf jeden Fall. Bis zum nächsten Mal. Aber euer Shisha-Team. Tschüss. Gib mal ab. Nee, das ist ja nicht. Scheiße geil, ey, Gurkentabak. Hätte ich wirklich nicht in der Beschreibung. Nee. Gurke mit Talg ist mir nicht so meins. Gurke. Gurke. Also eigentlich, ursprünglich hatte ich erwartet, der ist irgendwie so ein verkappter Farmer. Ja. Ein Gag-Tabak irgendwie. Kann man mal testen, ja. Der ist eklig, man kotzt ab und dann fässt man den wieder an. Richtig, aber der wird mit Sicherheit öfter mal einen Weg auf den Kopf finden. Ja, tut mir leid, können wir doch nicht an dich verkaufen. Ja, okay, dann ist das. Bitte geh. Hey. Noch ein Abschiedswort. Noch einen Ring. Brauch ich. Puste nochmal. Tu es für die Kamera. Die Kamera liebt dich.